So, liebe Leute, da geht's weiter mit dem Bus-Simulator 21 und der nächsten Mission. Ich stelle mal bitte die Zeit wieder um. So, früh auf 9. Damit es wieder mal hell wird. Und wir nicht immer nur in der Nacht fahren müssen. Ja, wir machen heute weiter mit der nächsten Mission, die heißt Ländlich gelegen. Und zwar verbinde Hopewell, Siegwald, Astra Park, Spokes mit mindestens einer Route. Astra Park, Spokes, die nehmen wir mit rein auf jeden Fall. Ja, genau, das ist eigentlich relativ easy geschafft. Das müssen wir eigentlich nur zweimal fahren, dann brauchen wir keinen Zeittag. So, dann wir erstellen heute. Warte mal, Astra Park. Warte mal, bin ich jetzt richtig sicher. Astra Park ist ja hier unten. Warum auch immer das zweimal angezeigt wird. Ostspeicher. Alles klar, Astra Park wird zweimal so angezeigt. Also, wir sollen Astra Park erstellen. Astra Park Spokes. Starten wir hier Media Center. Dann fahren wir nach Siegwalden. Realschule Siegwalden. Dann fahren wir hier unten die. Warte mal, Realschule nicht an. Realschule Siegwalden. Realschule Siegwalden. Siegwalden, okay. Oakville, was war das? Zentrum. Astra Park. Warte mal, Astra Park, Siegwalden, Oakville, Spokes, wenn ich es richtig gesehen habe. Warte mal, wo ist denn Spokes? Moment. Wie ist denn Spokes? Ach, Astra Park. Schienenlegerstraße, Westspeiche. Heißt das Ding, heißt das Astra Park Spokes? Okay. Ich baue es jetzt mal so ein. Westspeicher. Wie heißt der? West-Südspeicher. Was ist denn Astra Park Spokes? Ach so! Ja, okay. Ja, es ist ein Übersetzungsfehler. Es ist nur ein Übersetzungsfehler, es ist okay. Spokes heißt Speichen. Ja, ja, ja. Astra Park Spokes sind die Speichen. Okay. Astra Promenade. Wir machen es nochmal neu. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich, was der will. Also, nochmal neu. Astra Park Spokes sind, wie gesagt, die Speichen. Es sind die Speichen. Mache hier oben mal die Haltestellen rein. Media Center Astra. Siegwalden. Lido. Siegwalden. Siegwalden. Realschule Siegwalden. Und Oakville. Zentrum. So. Änderung übernehmen. Boom. So. Dann müssen wir eine weitere Stelle, Haltestelle runterstellen. Und zwar. Astra Park Spokes. Astra Ostspeicher. Ostspeicher. Westspeicher. Mit Astra Park Spokes. Oakville, Siegwalden. Ne, Quatsch. Schober Grounds. Astra Park Spokes, Siegwalden. Siegwalden. Lido. Siegwalden. So, bam. Gut, dann fahren wir die jetzt jeweils einmal. Einmal 30 Fahrgäste auf der ersten und einmal 25 Fahrgäste auf der zweiten. Also Route 4 fahren wir. Ach, kommst mit. Oder fährst du selbst? Ich fahre über selber. Was gehört dir? Ja, bitte. Ich hätte gerne meinen Bus wieder. So, erstmal Fenster auf hier.
muss das ganze Ding nochmal. Ich mach das ganze Ding nochmal neu. So, ich hüpfe mal kurz rüber zur Ostspeiche. Ernsthaft, hast du mir jetzt gerade die Haltestelle weggenommen? Warte mal. Was? Genau. Ich will nochmal neu anfangen. Wenn ich mir etwas baue. So, ich gehe mal rüber. Schnellreise. Ja. So. Okay, dann ist das die falsche Strecke hier. Ist der eine Haltestelle? Ach, man kann doch hier vorne sein. Moin, Sam! Ich hab keine Lust. Genießt du die Fahrt oder fährst du lieber selbst? Nein, ich fahr immer selber. Oder welche Fahrt ist da gestört? Ne? Also, willst du noch eine aussteigen oder was? Das gibt's nicht gesehen. Ja, okay, gut. Wir sollen 30 Fahrgäste beschwören. 30 Fahrgäste befördern. Alles klar, gut. Ist ja nicht so, dass ich gerade nochmal angehalten bin. Das ist aber relativ einfach, diese Förderer. So und so viel Fahrgäste, das ist kein Problem. Das kriegen wir relativ zügig hin. Eine Fahrkarte bitte. So, 220. Schade, dass ich gezeigt, wie viel wir insgesamt haben. So, dann wieder um wieder die Tür blockieren zu müssen. So, hätte das auch alles zu. Weiter geht die Reise. Platz. Wo ist meine Tasche? Hoffentlich steht hier nicht noch an der Haltestelle. Da vorne steht schon die nächste größere Gruppe. Haltestelle kann jetzt ausgebaut werden. Das machen wir doch direkt mal. Hi. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Erster Teil erledigt. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Studententicket. Christina. Wochenkarte, ja. Finden, dicke Wochenkarte, so ist es richtig. Ich glaube, wir sind in der Matrix. Oder was? Nur hin, bitte. 2,80 zurück. Morgen gehe ich wieder ins italienische Restaurant. Ich glaube, die Kellnerin mag mich.
So, haben wir das schon gehabt. Ja, die 30 Fahrgäste haben wir ohne Probleme. Und es fehlt tatsächlich jetzt nur noch die 25 Fahrgäste auf der zweiten Route, die wir haben. Das ist das Media Center. Okay, habt ihr das gerade auch gesehen? Das Auto, was da vorne ein bisschen gepackt hat. Ja, das ist ja schon die dritte Mission, die wir ja heute sehen. Wie gesagt, wir werden versuchen, jede Folge eine Mission zu machen. Dieses Mal habe ich definitiv die richtige. Es wird nicht immer klappen. Das kann ich euch schon mal voraussagen. Ja, da sind wir schon wieder. Gott sei Dank, hätte gedacht, dass das jetzt angehört, weil das schon wieder ausgebaut werden kann, aber kann es doch nicht. Zwei Wochen Karten brauchst du, weil ich keine Scheine ausgeben kann. So. So, nächste Haltestelle ist dann Siegwalden. Wie ist Siegwald? Lido? Ach, Lido, und dann kommt Siegwald und dann kommt die Realschule. Da geht's auch Hauptbild. Vorhin sind wir schon hier rechts gefahren, jetzt fahren wir nämlich mal dran. Du nimmst mir nicht die Vorfahrt, ich hab Vorfahrt hier. Ich fahr Bus. Hier rechts kommen wir gar nicht hin. Das macht kommt aber noch so ein bisschen irgendwann. Wir müssen jetzt so nach und nach die ganzen Stadtteile noch freischalten. Wobei ich mich wundere, ich habe eine Weltpassage drin. Eigentlich sollte das die Stadtteile freischalten. Aber die sind einfach nur noch nicht freigeschaltet. Das kann natürlich sein. Vom Game selber. Ja. In Wörthag. So, das ist die nächste Haltestelle. Die Haltestelle Lido. Das nenne ich guten Service. Wollen wir wirklich? So. Einer der verpackten Müll, okay? Gar nicht rüber. Weiter geht's. So, Siegwalden ist die nächste Haltestelle und dann kommt die Realschule. Da geht's auch Hochschule weiter.
dort startet auch so ein bisschen wieder die Haltestelle. Die Route. Dann müssen wir noch eine Route fahren. So, nächste Stadt, da sind wir wieder. Okay. Jetzt sind wir mal in einer deutschen Stadt. Siegwalden nämlich. Kenne ich, glaube ich, gar nicht, so wirklich. Das wäre nicht die perfekte Parkposition. Eine Fahrkarte, bitte. Yep. Du könntest schon bald wieder neue Busse kaufen, ne? Okay. Halt. Studententicket brauchst du. Genau, die Realschule. Man hört es ein bisschen im Hintergrund, da sind schon wieder irgendwo Leute drin. Also Schule, vorsichtig, langsam fahren. 30. Ist hier überhaupt ein Schild, dass wir 30 sind? Wir fahren trotzdem langsam. Schulzeit, Schule fast. Oder Pauseende. Kann doch die Pause sein. Glückwunsch, ja, Pauseende. Oh, wir haben einen Vollschubfahrer dabei. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Mhm. Normale Fahrkarte, Tageskarte. Zweite Klingel, ja. Jetzt müsst ihr aber mal langsam rein, Leute. So, nächste Anstelle ist das Songgold-Zentrum. Und dann haben wir die Route der Arbeit beendet. Und dann hüpfen wir mal rüber, lassen wir den Bus gleich hier stehen und kaufen uns nämlich noch einen neuen für die letzte Mission, die uns, diese Teilmission, die uns jetzt auf nachher noch anstellt mit den 30 Fahrgästen. 25 Fahrgäste sind es dann, glaube ich. Den lassen wir jetzt, wie gesagt, gleich hier stehen. Der soll jetzt die Route hier weiterfahren, damit er hier die Stadtteile anbindet. Und so expandieren wir, so kaufen wir langsam weiter, bauen wir weiter und werden größer und dann wird das so nach und nach. So, deutsche Fahrer kann raus. So, wir hüpfen mal rüber zum Bass-Dealer. Bus brauchen wir nicht mitnehmen, den lassen wir hier stehen. Und der soll dann. Der Bus hat den Bus mitgenommen hier. Der fährt eh wieder auf die Route zurück. So, wir kaufen mal neuen Bus, gucken mal, was wir noch so haben. Den Line City haben wir, den Citaro haben wir. Den haben. Ist das so einer? Kraftstoff? Citaro K, warum? Achso, das größte Citaro, ja. So, gucken wir nochmal durch. Da haben wir ein bisschen noch Gelenkbusse, die werden wir noch irgendwann kaufen. Und das ist sogar der Backtank gerade mal drin. Jetzt können wir den Kaufer den Cetra. Ich fahre jetzt selber einen. In Real Life. Allerdings nicht so ein. Hätte ich aber schon gefahren, der hat einen Kollegen als ein. So, du fährst jetzt weiter auf die Route
die nächste Route. Wir werden mit dem jetzt gleich hier die nächste Route fahren. Ich hätte jetzt übrigens nicht bemalen, nicht alle zumindest. Ja, nehmen wir mit. So, den planen wir auf die Route 5 hier. Das ist ein Vollzeitfahrzeug. Bam. Dann müssen wir jetzt noch schnell die Schumacher-Siegwald-Astra-Park-Strecke nehmen. Weil die brauchen wir ja noch. So. Genau. Du bist der Westspeicher mit dem Ding jetzt. So, gut. Dann haben wir den letzten Teil noch und dann haben wir es dann auch geschafft, diese Mission abzuschließen. Ja, und dann können wir uns schon wieder mit der nächsten Mission begnügen. Das ist jetzt die dritte Mission hier aus Seaside Rally. Mal kurz. Da ist einer, der jetzt rüber möchte oder einen, ne? Jo, einmal weitergehen. Dankeschön. Ach, Auto. Ja, dann fahr auch. So, da stehen jetzt unsere ersten Fahrgäste. Wie gesagt, wir fahren 25 insgesamt. Das ist relativ zügig erledigt. Das sind 2-3 Haltestellen, dann haben wir die alle drauf. Haben wir die schon? Ja, 25 genau. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. Eine Fahrkarte bitte. Danke. So. Türchen zu. Weiter geht die Reise. Nächste Anstelle ist die Super Lido. Vielleicht auch besser. So. Ach, da ist schon der Kollege hier. Vorne mit dem Citaro. Das ist der von der Route 1, von unserer ersten Route. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Bus jetzt bemalen und Dingsen. Nur halt, um die Mission zu schaffen. Ich hoffe, ihr seht mir ein bisschen nach. Halte ich meine erste Präsentation vor dem Vorstand. Bin schon etwas nervös. So. So, aber kurz hier links rum. Einmal bis zur nächsten Haltestelle. Hast du vom fantastischen Durchbruch von Professor Polos Studenten gehört? Wahnsinn! So. Oh, Alter. War was? Wir haben jetzt schon 3 Busse insgesamt. Theoretisch könnten wir sogar noch einen 4. leisten. Also den Citaro haben wir freigeschaltet und den hier haben wir freigeschaltet. Den Citaro werde ich wahrscheinlich noch mal kaufen müssen. Mein Ziel ist es ja nur, alle Busse einmal zu besitzen. Zumindest einmal. Wir werden irgendwann natürlich, wie auch im vorigen Zwergstadtteil, werden wir dann immer mehrere Busse mehrmals besitzen. Ich glaube, ich habe einmal bei einem den Citaro 10-mal insgesamt, weil der relativ günstig ist mit 100.000.
Was jetzt am Anfang noch nicht so drin ist, also finanziell vor allen Dingen nicht. Aber es wird langsam werden. Wir werden dann immer schön groß aufbauen und hochgehen und was auch immer. Da ist der Nächste, der MAN in der letzten Folge gekauft hat. Moin, Kollege. Lido! Oh ja, das gibt schön. Schöne Punkte. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Ernsthaft? Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke... Drei neue Stadtteile. Nahverkehr. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Ja, wir sollen die nächste Mission, die wir gleich in der nächsten Folge dann angehen. Dass ich jetzt nicht alles sofort verstanden habe, ist klar. Aber das ist alles selbst erklärend. Die Missionen sind ja immer gut, sind sauber beschrieben. Und klar, es gab einen Übersetzungsfehler mit dem Thema mit Spokes. Ich dachte, Astrabax, Spokes, was ist das? Bis vor dann klar wurde, dann lässt du dich speichern. Aber es ist relativ zügig, gut erklärt halt dann irgendwann. Es ist manchmal nur so ein Übersetzungsdings. Und daher, aber es ist schlimm. So, nächstes Mal schön, ist jetzt die Siegbolten selber. Dann fahren wir noch die Flusspromenade an, dann sind wir. Ah, die Fischkunde machen wir noch, ne? Nach meinem ersten Jahr bei Wachowski habe ich sogar meinen eigenen. So. Wir haben drei neue Busse und. Drei oder vier neue Stadtteile freigegeben. Heute Emma hat er zweimal gezeigt. Mal kurz, ich gucke jetzt gerade noch mal, das war da nicht stimmt. Geh mal mich da. Mein Gott. So, der lässt uns schön durch. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Egal. So. Hier wäre das Thema Schule. Die wäre hier rechts die Realschule gewesen. Das wäre die Realschule Siegwald gewesen. Die brauchen wir jetzt nicht nochmal. Oh ja, hier, der ist gesehen. Gut, dass ich das Ring noch richtig gesehen habe. Nächste Haltestelle ist die Flusspromenade. Und dann geht es zum Fischsprung. Und dann sind wir schon durch mit dieser Route. Und bei dieser Folge vor allen Dingen auch. Ich sag ja, die am Anfang sind relativ schnell erzählt und schnell durchgezogen. Ich kann nicht immer versprechen, dass wir so alle Dinge an einer Folge schaffen. Aber ich bemühe mich. Ich bemühe mich. Das soll da links über die Brücke. Als Kind. Bin ich überall hingelaufen. Und jetzt nehme ich lieber den Bus. Hoppa, was ist denn hier los? Mein Sohn hat gerade in der Marketingabteilung von Wachowski Industrie angefangen. Okay. Wir nehmen mal hier ein bisschen den Limit ab einsetzen, damit wir nicht geblitzt werden. Das, was wir nämlich in Amerika nicht geschafft haben, werden wir hier, wollen wir hier dann quasi. Haben wir dann hier quasi auch nicht weiter. So, Zeitag. Level 145 mittlerweile. So.
Ja, Fischgrund. Ja, ist aber fast klar. Wenn du Schleicher irgendwo hast, der Schleicher kommt doch rüber und du selber nicht. So, letztendlich ist dann der Fischgrund. Und dann sind wir mit der Folge durch. Jetzt fahre ich es auch komplett durch. Hier sind wir schon hier vorne. Jetzt sind wir, glaube ich, in Oakville mittlerweile. Es fängt schon wieder zu regnen, ja? So. Alle mal aussteigen, liebe Leute. Folge beendet, Folge beendet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Bus Simulator 21 beim zweiten Teil. Also beim zweiten Stadtteil. Und dann geht's los mit der Mission Landwirtschaft. Bis dahin, tschüss.